Reitschuster.de. Auswandern aus Deutschland, wohin und wie? Diese Frage bekomme ich immer öfter gestellt von Lesern und ich habe mich jetzt schon seit einiger Zeit bemüht um ein Interview mit dem Mann, der diese Fragen besser beantworten kann als wahrscheinlich alle anderen. Man nennt ihn auch den Auswanderungspapst. Das ist Christoph Heuermann, der die Internetseite staatenlos.ch betreibt. Christoph, freut mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Boris. Du kennst dich aus wie kaum ein anderer. Ich habe das auch schon im Vorgespräch festgestellt. Da hast du auch schon gesagt, was deine Favoriten sind. Aber zuerst noch mal eine ganz andere Frage. Ist das eine subjektive Erfahrung von mir, dass ich den Eindruck habe, dass immer mehr Menschen nachfragen, wie kann man auswandern, dass diese Nachfrage immer größer ist? Oder spürst du das als Fachmann auch? Ja, das spüre ich ganz extrem. Das habe ich schon vor Corona letztes Jahr gespürt, aber seitdem spüre ich das noch deutlicher. Also es ist definitiv der Fall, dass viele Leute jetzt aus verschiedensten Gründen aus Deutschland oder auch aus vielen anderen europäischen Ländern auswandern wollen. Woran liegt das? Im Gespräch werden die ja dir auch oft wahrscheinlich erzählen, was für sie die Gründe sind, dass sie nicht mehr in Deutschland bleiben wollen. Ja, es sind verschiedenste Gründe. Einerseits natürlich politische Gründe. Viele sind mit dem politischen System nicht mehr einverstanden oder mit den Maßnahmen, die sich jetzt zum Beispiel in der Corona-Politik ergeben haben. Andere wiederum haben auch so ein bisschen durch die Maßnahmen jetzt einfach erkannt, sie können remote arbeiten. Ja, sie müssen nicht mehr irgendwie im Office hocken, sie können auch von zu Hause aus arbeiten und sind jetzt einfach freier, sich weltweit aufzustellen. Viele zieht es einfach wegen dem Wetter und vor allem auch wegen der Mentalität ihrer Mitbürger weg. Also sie können sich einfach nicht vorstellen, in einem Land zu leben, wo man quasi erst bemitleidet wird, wenn man Unternehmer wird und wenn man es dann geschafft hat, beneidet wird mit extremer Steuerlast. Ja. Wir haben uns ja auch schon unterhalten. Du sagtest, eines der in Europa oder dein Favorit in Europa ist Montenegro. Warum Montenegro? Ja, also Montenegro halte ich für ein sehr interessantes Land zum Leben. Ja, es ist einfach landschaftlich sehr schön. Mit einer netten Bevölkerung, die aber, sag ich mal, nicht so, sag ich mal, Untertanen-Mentalität hat wie in Deutschland. Ich habe letztes Jahr im September selbst 3 Wochen in Montenegro verbracht mit meinem Boot und da fiel mir das schon damals sehr auf, einen sehr sorgenfreien Corona-Sommer in Montenegro. Und das Land hat ein gutes politisches System, niedrige Steuern, es ist nicht bei Nullsteuer, aber es ist doch ein Land, sag ich mal, wo man im Herzen von Europa relativ frei leben kann. Und was dir auch noch gefallen hat, du sagtest, es ist nicht EU-Land, du hast das als positiven Faktor genannt. Was für mich zum Beispiel ein positiver Faktor ist, ist, dass es doch in der NATO ist, weil das für eine gewisse Stabilität wirkt. Also das ist auch eine ganz interessante Mischung. So eine interessante Mischung. Gut, Montenegro wird vielleicht bald in die EU aufgenommen werden. Die sind ja aktuell in Verhandlungen. Dennoch aktuell halte ich das für die aktuelle Zeit für einen super Ausweg, um erstmal, ja, sich, sage ich mal, flexibler aufzustellen. Wenn jetzt ein ganz normaler Deutscher, also mein Leser, immer wieder diese Frage, wie kann ich das machen? Jemand möchte zum Beispiel nach Montenegro, dann kann er jetzt zum Beispiel mit dir ein Beratungsgespräch vereinbaren, aber ich glaube, das ist dann doch eher für Unternehmer oder das ist jetzt nicht ganz billig. Wenn jetzt jemand wirklich sozusagen eine kleine Kriegskasse hat, wo findet er die Infos? Also ich rate immer auf deiner Seite. Ich glaube, du hast auch zu den jeweiligen Ländern hast du auch ganz spezifisch da. Ja, also grundsätzlich kann mich ja jeder kontaktieren. Klar, die Beratung kostet ein bisschen was und sag ich mal, jetzt der typische Angestellte in Deutschland, für den lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Können wir ehrlich so sagen. Ja, jeder, der selbstständig ist, Unternehmer ist, Investor ist, reich geerbt hat, dem kann ich sicherlich helfen. Erstens steuerlich, zweitens ein Land zu finden, wo er gut und frei leben kann. Drittens auch sein Vermögen zu schützen, gute Investments zu finden und so weiter. Aber grundsätzlich kann mich natürlich jeder kontaktieren. Ja? Also ich beantworte täglich meine Mails und beantworte sie auch gerne jedem, der mit 2, 3 kurzen Fragen kommt, die ich in ein paar Minuten beantworten kann. Wenn man jetzt einfach nur einen Tipp haben will oder einfach wissen will, ja, komme ich in dieses Land, zum Beispiel Montenegro, gerne mich anschreiben. Ich habe in quasi jedem interessanten Land der Welt meine Steuerberater, Anwälte, was auch immer sitzen, die dann vor Ort helfen können, den Wohnsitz zu erlangen. Ja? Ich habe mich in Montenegro jetzt zum Beispiel erkundigt und das ist ja nun wirklich ziemlich einfach, muss man sagen. Also überraschend einfach. Man hat wirklich den Eindruck, dass die Montenegriner da relativ offen sind, wenn jemand kommt. Was ja erstaunlich ist, es ist ein Land mit 620.000 Einwohnern.
Ja, genau. Also viele Länder haben halt erkannt, dass sie nur mit, sag ich mal, ausländischen Bürgern das Land, sag ich mal, weiterbringen können. Also sie setzen eben auf Anreize. Ja? Also in Montenegro ist es sehr einfach, wenn man ein Unternehmen gründet. Wenn man jetzt was ich Hartz IV bekommen will, dann kommt man natürlich auch nicht in Montenegro rein. Dann ist es schwierig. Was du jetzt noch genannt hast als interessante Länder in Europa, das war zum Beispiel Zypern. Und was ich auch noch ganz interessant finde, das ist das Baltikum. Genau, man muss es natürlich immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ja, wenn man es jetzt rein steuerlich betrachtet, sind zum Beispiel Zypern, Rumänien, Malta, das sind so die interessanten Länder. Wenn man es jetzt zum Beispiel aus, was ich Corona-Sicht betrachtet, man möchte nicht geimpft werden, da ist Zypern und Malta aktuell sehr schlecht. Ja, da ist man sicherlich in Osteuropa besser aufgehoben, im Balkan, in Rumänien, Bulgarien, ähnlichen Ländern. Wenn man es vielleicht aus Lebenshaltungskostenperspektive betrachtet, ist sicherlich auch Osteuropa besser. Und nicht irgendwie diese westeuropäischen Steueroasen. Ja. Also ich meine, es kommt immer extrem auf die eigene Situation an. Es kann auch durchaus Sinn machen, nach Monaco auszuwandern, aber da braucht man halt das nötige Kleingeld dann. Was für mich da immer noch ein sehr wichtiger Faktor ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die, ich nenne das immer Kommunismusimmunität, die in Osteuropa doch sehr stark ist. Also, ja, Entschuldigung, ich habe auch in Montenegro viel mit den Menschen gesprochen und die haben also wenig Freude an sozialistischen Experimenten, die ja nun doch in vielen westlichen Staaten, auch in Deutschland, ziemlich stark am Kommen sind. Also ich halte das auch noch für einen wesentlichen Faktor. Es sind auch sehr viel Ja, das merkt man ganz traditioneller in deutlich. Also ihr. ich mache persönlich sehr viel in Georgien, Mein was noch ein bisschen Lieblingsland. weiter weg ist. Genau, meins auch. Eins meiner Lieblingsländer, ich bin dort stark investiert. Und dort kann man halt sehr gut Business machen. Die haben ein sehr freies System. Wo quasi die Verfassung sagt, neue Steuern können nur mit 2/3 Mehrheit und so weiter eingeführt werden. Und das ist eigentlich das einzige Land, sage ich mal, im europäischen Umkreis, dem man, wenn man es richtig macht, komplett steuerfrei leben kann. Jetzt ist es ja so, ich habe zum Beispiel vor kurzem hat mir ein Polizist geschrieben, er hält das nicht mehr aus und das ist so schrecklich, wo kann man wohin kann man auswandern? Wie groß die Chancen sind, hängen natürlich sehr, sehr stark davon ab, ob man, wie es Neudeutsch heißt, remote oder per Internet von woanders arbeiten kann. Also wenn man jetzt ein Polizist ist und nur deutsche Sprachkenntnisse hat oder vielleicht noch das Schulenglisch, dann muss man ganz realistisch sein, dann wäre es schon ein riesiger Kraftakt, dann müsste man praktisch völlig von vorne anfangen und ist auch schwierig, irgendwo dann wahrscheinlich, ja, Aufenthaltsgenehmigung kann man schon bekommen, aber da sind die Widerstände oder die Probleme dann doch enorm in meinen Augen. Ja. Ja, klar, ich meine, es kommt immer darauf an, was man arbeitet, aber selbst natürlich, wenn man in typischen Angestelltenpositionen arbeitet und sich vielleicht schon ein kleines Vermögen angespart hat, kann man das, wenn man sparsam lebt, natürlich auch dann deutlich früher in anderen Ländern in Rente gehen. Ich habe zum Beispiel viele Auswanderer, die nach Paraguay gehen, auch ein sehr beliebtes Land. In Paraguay kriegt man die lebenslange Aufenthaltsgenehmigung für 4.000 Dollar auf dem Konto. Das kriegt man dann wieder, das Geld. Und um in Paraguay zu leben, braucht man vielleicht 500 bis 1.000 Euro im Monat, um dort ganz gut zu leben. Und da braucht man natürlich nicht allzu viel Geld auf dem Konto, da reichen vielleicht schon 100.000 Euro Erspartes aus, um sein Lebensende, quasi sozusagen seine nächsten Jahrzehnte in Paraguay zu fristen, zu durchaus attraktiven Bedingungen, Das ist ja. jetzt hochspannend. Da, danach vielleicht auch noch was für andere Länder in Frage kommen. Aber mit Paraguay, wie sieht das dann aus? Also die erste Frage, die ich jetzt als dann doch trotz den vielen Jahren in Russland sicherheitsorientierter Deutsche habe, ist das sicher dort Paraguay? Ist das so, dass da auf der Straße ständig geschossen wird? Ich übertreibe jetzt absichtlich. Oder ist das heutzutage eher stabil? Es ist recht gesittet, es ist eigentlich die stabilste Demokratie in Südamerika, kann man sagen. Und auch die Sicherheitslage ist eigentlich sehr entspannt dort. Es ist halt Lateinamerika, da kann immer mal was passieren, aber ich sage es immer grundsätzlich gerne, Lateinamerika ist es so, ja, du hast gewisse Viertel, da weißt du, wenn du am Tag hingehst, dann wirst du überfallen. Und du weißt auch, da sind andere Viertel, da kannst du dich auch nachts betrunken bewegen und es passiert dir gar nichts. Das heißt, für mich ist das Risiko in sehr vielen Ländern, eigentlich überall außerhalb Deutschlands, deutlich kalkulierbarer als in Deutschland. Ja, in Deutschland weiß ich nicht, wo irgendwie jemand mit einem Messer auf mich lauert. Das ist interessant, weil zum Beispiel in Montenegro, wie gesagt, für mich ist Montenegro natürlich ausgesprochen praktisch, weil es dort eine riesige russische Community gibt. Die Sprache ist sehr ähnlich der russischen Sprache, das lernt man auch sehr schnell. Man versteht auch so schon relativ viel. Es gibt dort russische Schulen und das Sprachproblem ist hier sozusagen sehr viel geringer. Was man mir da erzählte, ist, dass es dort ausgesprochen sicher ist. Also, dass man dort die Kinder allein zur Schule lässt, die können alles alleine machen. Und das war auch mein Eindruck, dass
Also ich hatte den Eindruck hier von den Küstenorten, das ist so wie Nizza vor 30 Jahren wenn du weißt, was ich meine. Also sehr aufgeräumt, sehr, man hat den Eindruck, man ist sehr sicher. Also hier diese alten Stereotypen, Deutschland so ein sicheres Land und dann Länder wie das ehemalige Jugoslawien unsicher, die gelten heute in meinen Augen nicht mehr, habe ich den Die gelten Eindruck. gar nicht mehr. Also ich bin jetzt gerade in Südafrika. Ja, aktuell hört man ja nur in den Medien, Südafrika brennt. Und es ist sehr extrem gefährlich, als Weißer in Südafrika zu sein. Aber hier in dem Ort, wo ich bin, in den Weinbergen, in den Bergen nähe von Kapstadt, das ist auch extrem sicher. Hier lasse ich die Tür offen stehen. Hier gehe ich nachts allein ins Restaurant. Hier muss man sich keiner der Sorgen über Sicherheit machen. Es ist immer extremst regional beschränkt in vielen anderen Ländern. Ja. Jetzt haben wir Paraguay als ein Land, wo Leute hin können, die sozusagen die nicht viel haben und auch beruflich für die schwer ist. Was kommt dann noch in Frage? Panama oder was näher ist? Georgien wahrscheinlich. Ich denke, da kann man auch. Ich war bestimmt schon 40 Mal in Georgien, kenne das wirklich in- und auswendig. Ja, also Georgien ist ein super Land, kann ich für viele Absolut. empfehlen. Es ist halt super, auch relativ günstig. Und es ist halt vor allem steuerlich sehr gut. Das heißt, gerade zum Beispiel, wenn man mit Kryptowährung arbeitet oder generell Vermögen anlegt, ist Georgien super, weil steuerfrei. Und man kommt in Georgien sehr einfach rein. Ja. Georgien gibt quasi jedem Europäer, der ins Land kommt, 360 Tage Visum. Und das kann man quasi auch unbeschränkt verlängern. Das heißt, sie sind extremst offen für Leute, die dorthin kommen. Du kannst dir sofort auch Arbeit suchen. Ja, mit dem Touristenvisum kannst du quasi auch im Land arbeiten, kannst alles machen. Das kann deshalb schon sehr interessant sein. Genau. Und die Georgier haben eine ausgesprochen einnehmende Mentalität, das ist mein Eindruck so ist. Also es sind ausgesprochen gastfreundlich und es ist eine Mentalität, die wirklich sehr eigen ist und sehr angenehm. Das war meine Erfahrung immer. Vielleicht bin Das ich ist sehr da. angenehm, genau. Wenn du mit dem Flugzeug dort ankommst, ich war gerade vor einem Monat dort, steht dann schon, der Gast ist Gott oder sowas. Und das ist genau das Prinzip der Georgier, die Gastfreundschaft. Und davon wird man auch im wahrsten Sinne des Wortes ausreichend kosten, weil man fast überall zu sehr üppigen Essen eingeladen Genau, wird. die ist dort wirklich enorm. Ich werde auch immer wieder gefragt mit Russland. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da rate ich ab, zumindest im Moment, weil einfach die Rechtssicherheit nicht da ist in Russland. Ich liebe die Menschen in Russland, ich liebe das Land, aber ich könnte jetzt niemand mit gutem Gewissen empfehlen, im Moment dorthin auszuwandern. Da ist es mir zu Recht unsicher. Also ich glaube, da wäre für meine Augen sind dann die baltischen Staaten und die anderen osteuropäischen Staaten halte ich dafür attraktiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das gebe ich dir völlig recht. Also gerade die baltischen Länder haben sich ja extrem gut gemacht in den letzten Jahren, vor allem Estland, aber auch durchaus Litauen und Lettland. Und das kann wirklich noch eine sehr attraktive Möglichkeit sein. Gerade Estland hat zum Beispiel im steuerlichen Rahmen und auch im anderen Rahmen extrem viel gemacht. Und ist, glaube ich, in meinen Augen das modernste und innovativste Land in der EU, wo man halt auch noch viel, viel Positives sehen wird in den nächsten Jahren. Ja. Das sehe ich genauso. Also ich bin ja oft im Baltikum und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan. Man spürt da auch, da ist eine Aufbruchstimmung und man ist sehr, sehr offen gegenüber allem. Man hat eine gesunde Leistungsorientierung und man hat sehr, sehr wenig Verständnis für kommunistische oder sozialistische Experimente. Man schüttelt dort auch in vielen den Kopf über das, was in Deutschland passiert ist, meine Erfahrung immer wieder. Ja, definitiv. Also gerade wenn ich jetzt jung bin und vielleicht auch was machen will, vielleicht in so einem Startup-Bereich oder auch vielleicht durchaus quasi als Angestellter, dann würde ich mich zum Beispiel in diese baltischen Länder, vor allem nach Estland, orientieren, weil dort extrem viel möglich ist, ja. Und ich glaube, ganz viel hängt auch von der jeweiligen Fähigkeit, sich etwas einfallen zu lassen ab. Zum Beispiel dieser Polizist, das war jemand aus dem gehobenen Polizeidienst. Und wenn der es jetzt zum Beispiel schafft, dass er dort irgendwelche Kontakte findet, dass er dort schaut, dass er zum Beispiel bei der Polizei als Berater unterkommt, weil ja da die deutschen Erfahrungen doch noch relativ groß sind, dass er dort sowas wie eine Sicherheitsschule ausmacht. Wenn man gut Englisch kann in diesen Ländern, glaube ich, mit etwas Erfindungsreichtum hat man zumindest eine Chance. Also ist mein Eindruck, da ist Ich keine denke, man hat eiserne bei Mauer vielen mehr. Sachen eine Chance. Also ich habe schon so viele verschiedene Gruppen von Menschen beraten. Das war noch längst alles kein Unternehmer. Ja, ich hatte schon Mönche, ich hatte Escorts, ich hatte diverse andere Leute, die eben auch, sage ich mal, so dem typischen Deutschen, sage ich jetzt einfach mal so, Job entsprechen. Und die auch sehr viele Chancen international haben. Und ne, sag mal, bei mir ist es ja nicht so, dass ich eben dieses typische komplette Auswandern pushe. Bei mir geht es ja auch sehr stark um dieses Perpetual Traveling. Ja. Also man muss gar nicht fest in ein anderes Land auswandern. Man kann natürlich trotzdem noch irgendwie ein paar Monate im Jahr in Deutschland verbringen. Aber trotzdem zumindest steuerlich und was viele andere Pflichten, Zwänge und so weiter betrifft, halt Deutschland verlassen.
Das musst du vielleicht noch mal kurz erklären. Ich weiß, du bist eine Legende und es wurde auch viel darüber geschrieben, aber nicht jeder Leser hat gelesen. Also du hast es tatsächlich so gemacht, deshalb staatenlos.ch, dass du in keinem Staat einen festen Wohnsitz hast. Ja? Und du zahlst dadurch auch nirgends Steuern, wenn ich das richtig verstehe. Das stimmt, ich mache das erst seit 7 Jahren. Ich habe noch keinen einzigen Cent an die deutsche Staatskasse gezahlt, kann ich mal behaupten, aber ja. Außer Strafzettel, wenn du hier bist und falsch parkst. Strafzettel, ja, genau. Und genau, das Ganze funktioniert quasi so, also staatenlos ist mein Blog. Ja, staatenlos heißt nicht irgendwie, man verbrennt seinen Pass, man bleibt deutscher Staatsbürger oder was auch immer für ein Staatsbürger, aber man meldet sich halt aus Deutschland ab. Man vermeidet quasi in irgendwelchen Systemen ins System reinzukommen. Das heißt, wir werden nirgendwo steuerpflichtig, indem wir vermeiden, sag ich mal jetzt so salopp gesagt, weniger als ein halbes Jahr irgendwo zu sein. Das heißt, wenn wir uns einfach 2 oder mehr Länder aussuchen und dann hin und her pendeln, dann können wir quasi aus einem System raus sein und auch aus der Steuerpflicht raus sein. Da spielen auch andere Bedingungen eine Rolle, aber das ist relativ kurz. Also es ist durchaus möglich, ein halbes Jahr in Mallorca, ein halbes Jahr in Deutschland zu leben und das komplett steuerfrei, ganz legal. Oder wenn man sich noch mehr Länder aussucht, umso besser. Und das müssen die Behörden dann hinnehmen. Ja? Also man muss halt sehr gut die Vorschriften dann kennen. Ja? Ich denke, da kann man sehr leicht wahrscheinlich in irgendwelche... Das ist so ein bisschen ja meine alltägliche Arbeit. Da wird auch sehr viel auf meinem Blog natürlich drüber informiert. Mhm. Es gibt natürlich trotzdem von Seiten Deutschlands sehr viele Beschränkungen. Ja? Deutschland hat eine sogenannte Wegzugsbesteuerung. Wenn man wegzieht, muss man seine Unternehmen nachversteuern. Man ist unter Umständen trotzdem noch 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Da gibt es einige, sage ich mal, Hürden, die, wenn man sie nicht kennt, sage ich mal, viele vom Ausland abhalten. Aber wenn man sich dann doch damit beschäftigt, sieht man, dass es immer Lösungen natürlich gibt, also, daraus rauszukommen. Also man kann wegziehen und bleibt 10 Jahre steuerpflichtig. Das ist ja schön. Wie geht das? Das ist die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht, die es in Deutschland gibt, die aber eben nur in bestimmten Bedingungen dann zutrifft. Wenn man zum Beispiel noch ein Unternehmen in Deutschland hat, eine GmbH in Deutschland hat und die behält, wenn man auswandert, dann kann man da drunter fahren. Aber es gibt Möglichkeiten, sage ich mal, diese Folgen dieser beschränkten Steuerpflicht relativ einfach zu vermeiden. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Da würden wir ins Detail gehen. Außerdem gibt es ja auch Doppelbesteuerungsabkommen. Aber das ist auch wieder nicht mit jedem Land. Da, wo es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, da greift das dann wahrscheinlich nicht. Genau, da bist du grundsätzlich gut geschützt. Deshalb ist es für die meisten eben auch steuerlich sehr attraktiv, innerhalb der Europäischen Union auszuwandern oder nach Montenegro zu gehen oder nach Georgien, weil halt dort Doppelbesteuerungsabkommen bestehen, aber die Steuern halt trotzdem deutlich geringer ausfallen als in Deutschland. Wobei das ja etwas ist, das wie gesagt nur für diejenigen, die unternehmerisch oder mit irgendwelchen oder freiberuflich oder wie auch immer tätig sind, für den normalen Menschen, der also keine unternehmerische Tätigkeit hat oder keine freiberuflichen, dürfte das dann ja keine Rolle spielen. Der lebt ja dann dort entweder von seinem Vermögen oder dadurch, dass er von dort, dass er dort eine Arbeit findet oder über das Internet dann in der Entfernung arbeitet. Genau, richtig. Und ich meine, darauf bin ich jetzt nicht so spezialisiert. Ja, für viele dieser Menschen waren früher so Länder wie Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter attraktiv. Aber nach den Beschränkungen, die diese Länder jetzt die letzten Monate hatten und auch deren, sag ich mal, Gesellschaftsstruktur, in meinen Augen haben diese Länder ähnliche Probleme oder sogar noch größere Probleme als Deutschland. Das heißt, ich persönlich würde niemandem raten, nach Kanada oder nach Australien auszuwandern. Wenn jetzt jemand sagt, er hat nur diese, also er hat diese Corona-Maßnahmen satt und er möchte in ein Land, wo ihn das am wenigsten betrifft, wo die Gefahr der Impfpflicht am geringsten ist, welche Länder kämen da in deine engere Auswahl? Also für mich sind das vor allem lateinamerikanische Länder, die mit relativ hohem indigenen Bevölkerungsanteil. Es ist so, die ganzen indigenen Völker aus gewissen Gründen lehnen die Impfung und so weiter stark ab. Und dort wird man wahrscheinlich am wenigsten Probleme bekommen. Also ich schätze auch so Länder wie Brasilien, Paraguay, Bolivien, Nicaragua zum Beispiel ist ein interessantes Land, der gilt für uns als in Deutschland als schlimme Diktatur mit einem kommunistischen Alleinherrscher. Ist aber jetzt in der Pandemie zum Beispiel extremst frei gewesen, keine Maßnahmen irgendwann, nur irgendwann wurden die Grenzen zugemacht. Das kann zum Beispiel ein sehr interessantes Land sein, steuerlich sehr gut und auch eins, wo man sehr einfach auch auswandern kann, ähnlich einfach wie in Paraguay, plus sehr günstig und relativ sicher. Wie ist es mit Ländern, die näher dran sind? Also wenn jemand die Corona-Maßnahmen satt hat, aber nicht unbedingt nach Südamerika will, gibt es auch ein Land, das näher ist, das da sehr liberal ist?
Ja, Weißrussland hat sich auch seinen Namen gemacht. Da gibt es jetzt natürlich starke, sag ich mal, Sanktionen von Europa wegen diversen anderen Gründen. Ich glaube, in Europa ist man am besten im Balkanraum aufgehoben. Also Montenegro ist cool, aber ich glaube auch Kroatien zum Beispiel hat sich relativ gut gemacht. Auch andere Länder dort in der Ecke, Albanien, Mazedonien und ähnliche Länder, glaube ich, das sind die am nächsten dran sind, die sowas am, sag ich mal, die da noch am freiesten ticken, ja. Ich hatte heute auch ein Gespräch mit jemandem, ich nenne den Namen nicht, da habe ich auch über dieses Thema gesprochen und er sagte, das wird auch weltweit durchgedrückt und auch in anderen Ländern. Aber es ist ja immer so, dass nicht in jedem Land das alles so strikt durchgeführt wird wie in Deutschland. Ich habe das in Moskau erlebt, als ich dort war, da herrscht in der U-Bahn eine strikte Pflicht, die zur Mund- und Nasenbedeckung und sogar Handschuhe zu tragen. Aber die Hälfte macht es einfach nichts und die Polizei macht auch nichts. Und das Gleiche ist es mit der Impfpflicht. Also ich kenne in Russland viele, die sich ein Impfzertifikat einfach beim Doktor sozusagen gekauft haben. Also der hat dann eben daneben gespritzt, du weißt, was ich meine. Ohne dass ich dazu aufrufe, um Gottes Willen, sonst wird das bei YouTube wieder zensiert. Aber ich kenne diese Fälle und darüber wird man ja noch berichten dürfen. Und da ist. Ja, das ist sehr definitiv, sage ich mal, der Fall. Also es ist auch bei diesen Sachen, auch bei den steuerlichen Sachen, sage ich auch immer, ja. Also vielen, vielen Ländern wird man ab irgendwas steuerpflichtig, aber man muss es dann ja, sage ich mal, die Länder weg. Sorry. Jetzt kommt ein Anruf. Das ist hoffentlich noch nicht die YouTube-Zensur, die hier gleich. Nee, können wir ja gleich wegschneiden, ja. Sorry, dass hier irgendwie Das lassen wir Indiskretion drinnen. Wir einbricht. brauchen ja nichts. Das ist doch das ist ein lebendiger Moment. Da sieht man, dass du gefragt Ja. bist. Ja. Ich hoffe, es hört jetzt auf. Das ist kein Thema. Wir haben eine gute Stimme. Wir reden darüber. Du sagtest, das sieht man an anderen Ländern auch, also dass nicht alles so umgesetzt wird. Da sind wir, glaube ich, dran geblieben. Also dass Vorschrift nicht gleich Genau, Vorschrift ist. genau. Also in vielen Ländern ist ja, es geht immer darum, was steht im Gesetz und dann wie wird das Gesetz umgesetzt. Ja, also ich habe zum Beispiel hier ein Boot. Wir sind Anfang des Jahres über den Atlantik nach Brasilien gesegelt. Wow. Brasilien hatte aber die Seegrenzen zu. Wir durften gar nicht einreisen per se. Was haben wir gemacht? Wir sind dann mit dem Boot eingereist, sind aus dem Land rausgeflogen, am nächsten Tag wiedergekommen, weil Luftweg ging. Mein Boot, mein Freund, der das Boot verwaltet, mein Skipper sozusagen, ist jetzt seit 7 Monaten in Brasilien. 4 Monate schon Overstate im Visa, alles gar kein Problem. Und genau so ein Land wie Brasilien, das hast du eigentlich in ganz Lateinamerika. Da steht das eine im Gesetz, aber das andere wird halt umgesetzt. So kenne ich das aus Russland und so ist es auch tendenziell eher im Balkan, würde ich sagen, oder auch in der Ukraine und in Richtig, vielen genau. osteuropäischen Ländern. Da muss ich lachen, weil ich in meinen jungen journalistischen Jahren hatte ich ein Treffen mit dem damaligen Außenminister des Papstes, eine kleine Journalistenrunde, und haben sich die Deutschen alle, also der hat offiziell eine andere Amtsbezeichnung, haben sich die Deutschen alle beklagt, dass Johannes Paul II. So streng ist und schrecklich und die ganzen Vorschriften. Und dann sagte dieser arme Außenminister von ihm, das seid ihr Deutschen, wir erwarten doch nur, dass es zu 10% umgesetzt wird in Afrika, in Amerika. Wir müssen das Zehnfache von dem, was wir erwarten, reinschreiben, in der Hoffnung, dass 10% umgesetzt werden. Und ihr Deutschen, ihr erfüllt es zu 110% und beklagt euch dann darüber, dass der Papst zu streng ist. Also das ist genau dieses Phänomen, glaube ich. Ja, definitiv. Ich meine, ein Land, was wir sicherlich noch erwähnen müssen, ist einfach die Schweiz oder auch Liechtenstein. Ja, viele vergessen es immer, weil es natürlich auch noch, sag ich mal, höhere Lebenshaltungskosten hat und so weiter. Aber die Schweiz, auch wenn sie in vielen, sag ich mal, Aspekten, vielen Institutionen auch, sag ich mal, eher ein Negativtrend ist in meinen Augen, wird viele Dinge doch einfach deutlich später umsetzen. Deshalb halte ich das für viele Leute doch noch für eine realistische Alternative, gerade für Angestellte, die halt doch recht leicht in die Schweiz kommen und sich dort einen guten Job suchen können. Ja. Die Sprache spielt ja auch noch eine große Rolle, ja. Und vor allem, wenn jemand Kinder hat, dann muss man ja auch immer noch an die Schule denken. Und da ist dann wahrscheinlich die Schweiz doch einfacher als Paraguay jetzt, ja. Definitiv. Ich habe auch sehr viele Schweizer, die aus der Schweiz raus wollen, aber Auch. sehr viele Deutsche und Österreicher, die auch in die Schweiz wollen und das halte ich definitiv auch für eine gute Alternative. Auch Liechtenstein zum Beispiel. Also ich bin ja ein großer Fan von Liechtenstein. Viele Leute denken, es ist super schwierig, nach Liechtenstein auszuwandern. Liechtenstein hat aber eine Lotterie, ähnlich wie die USA, und gar nicht so schlechte Chancen, wenn man diese Lotterie mitspielt, gezogen zu werden. Also es sind sogar relativ hohe Chancen. Das heißt, es kann durchaus eine Alternative sein. Ne? Das ist ja interessant. Wo gibt es noch gute Möglichkeiten, wenn man Kinder hat, zum Beispiel im schulpflichtigen Alter? Das sind die größeren Länder, wo es deutsche Schulen gibt, aber auch nur in den größeren Städten dann wahrscheinlich. Ja, ich meine, es sind schon relativ viele Länder haben deutschsprachige Schulen, auch in Lateinamerika, in Asien und so weiter. Muss man natürlich mal schauen. Also ich war jetzt gerade, bevor ich in Südafrika war, 3 Wochen in Namibia.
Du hast ja noch sehr stark deutsche Kolonialkultur hat. Dort gibt es auch sehr viele deutsche Schulen. Das kann auch ein interessantes Land sein. Hat mich persönlich recht begeistert. Er ist halt einfach sehr dünn besiedelt. Das heißt, wenn man seine Ruhe will, kann natürlich auch durchaus Afrika in gewissen Gegenden sehr interessant sein. Und dann Namibia ist auch ein sehr sicheres Land. Du kriegst ja sicher auch Rückmeldungen von den Menschen, die du beraten hast oder die mit dir in Kontakt waren. Was ist deine Erfahrung? Ist es so, dass die Mehrzahl eher zufrieden ist oder gibt es doch sehr viele, die dann sozusagen einen Koller bekommen, die sich sagen, Mensch, was bin ich weg und ich vermisse jetzt Deutschland so sehr? Ich war ja mal 16 Jahre in Moskau, von daher denke ich, ist da die mentale Voraussetzung für einen Wechsel doch sehr viel leichter gegeben als bei jemandem, der jetzt 40 Jahre oder 30 Jahre nur in Deutschland war. Wie sind die Rückmeldungen der Menschen, die du berätst? Ja, also die Rückmeldungen sind eigentlich relativ positiv. Die meisten Leute, die auswandern, kommen nicht mehr zurück. Ja, und es ist ja nicht so, dass man irgendwie Straftäter ist oder sowas und nicht mehr nach Deutschland kann. Du kannst ja auswandern und trotzdem, wann du willst, nach Deutschland fliegen und deine Eltern besuchen und was auch immer machen, ohne dass es zu Problemen kommt. Also viele Leute, naja, also wir hatten letztens gerade in der Zeitung, ja, die ganzen Leute, die nach Dubai auswandern, sind plötzlich wieder zurück in Deutschland. Ja, warum sind sie aktuell zurück in Deutschland? Weil es in Dubai 50 Grad heiß ist. Kein Wunder, die Presse macht daraus irgendwie, die kommen jetzt nach Deutschland zurück, weil es ihnen in Dubai nicht gefällt. Natürlich bleiben die in Dubai, dort sind sie steuerfrei. Ich habe auch einen Dubai-Wohnsitz, bin aber nicht in Dubai, gerade weil es dort einfach zu heiß ist. Jeder ist aktuell nicht in Dubai. Einfach weil das wegen Wetter jetzt, ja. Und ich meine, so ist es in vielen anderen Ländern auch. Ich habe viele Kunden, die zu mir dann nach einem Jahr nochmal in die Beratung gehen. Einfach weil sie ganz neue Projekte haben, ganz neue Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Weil sie halt deutlich weniger Steuern zahlen und dadurch natürlich auch deutlich mehr Zeit haben. Und natürlich auch mehr Zeit haben, weil, was weiß ich, sie keine Buchhaltung mehr haben, sich nicht mehr an 10.000 Gesetze halten müssen, die halt Unternehmer in Deutschland das Leben sehr schwer machen. Ja. Und ich glaube, etwas, was ich persönlich eben erlebt habe in Russland, wenn man sich so eine neue Welt erschließt, es ist etwas, was unglaublich den Horizont erweitert, weil man dann auch eine andere Perspektive auf das eigene Leben, auf das eigene Land bekommt. Was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Rückmeldung nach einem Jahr, das ist ja auch ein Teilgebiet davon, dass die Leute dann sich noch etwas Neues erschließen. Und von daher meine persönliche Lebenserfahrung ist, dass das etwas ist, was wirklich den Horizont sehr stark erweitert. Und was einen auch in der persönlichen Entwicklung weiterbringt. Wie siehst du das oder idealisiere ich das da jetzt? Nö, ich sehe das wahrscheinlich ähnlich wie du. Ja, Reisen bildet, kann man sozusagen sagen. Ich bin jetzt mit 30 in fast 160 Ländern gewesen. Ja, ich habe vor, quasi alle Länder der Welt zu besuchen, was ich wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch geschafft habe. Und für mich hat das einfach ist extrem wertvoll, einfach zu sehen, wie die Leute vor Ort leben, das Ganze auch mal am eigenen Leib zu erleben und dann natürlich auch ein bisschen neutraler auf die Geschehnisse zu Hause zu blicken. Und man lernt einfach sehr viel dadurch, ja. Und man blickt auch viel entspannter auf das, was zu Hause abgeht. Also ich war jetzt, wie gesagt, gerade zweimal in Montenegro und wenn ich mir dann anschaue, diese ganzen Schlammschlachten auf Twitter und dieses Verbissene, aus der Entfernung sieht man das dann doch mit etwas mehr Distanz, die nicht nur räumlich ist, sondern auch mental. Ja, genau. Also es ist definitiv der Fall, man sieht das deutlich entspannter. Ja, man ist nicht der typische Wutbürger in Deutschland. Ja, wir hassen jetzt nicht. Ja, wir hassen nicht mehr die deutschen Politiker. Wir haben vielleicht ein bisschen Verachtung. Ja, das ist ein bisschen steinischer, würde ich sagen. Aber wir können das eigentlich relativ entspannt sehen. Und ich glaube, gerade die Leute, die jetzt noch auswandern, die sich jetzt in Sicherheit bringen sozusagen, die können eigentlich auch relativ entspannt auf das Ganze blicken. Ich persönlich sage immer, ja, die nächsten 10 Jahre sind extrem super für Leute, die unternehmerisch denken. Es wird so viele Möglichkeiten geben. Aber es gibt natürlich auch extrem viele Abgehängte die nächsten Jahre. Und vieles hängt an den Entscheidungen, die wir aktuell treffen. Ja. Nun habe ich ein bisschen noch mal recherchiert und da lasse ich, dass dir dann immer wieder vorgeworfen wird, dass deine Lebensweise keine Steuer zu zahlen, das sei doch gegen die Gemeinschaft gerichtet und das sei nicht sozial. Wie gehst du damit um? Aber du hast ja umgekehrt auch nicht die Vorteile von Deutschland, wenn du hier auf der ganzen Welt unterwegs bist. Ja gut, ich muss sagen, ich zahle natürlich schon Steuern, aber keine direkte Steuern. Ich zahle halt doch relativ viel natürlich Mehrwertsteuern, Konsumsteuern. Ja, die zahle ich dann halt dort, wo ich bin. Ja, wenn ich hier in Südafrika einen schönen Rotwein trinke, dann zahle ich den halt hier in Südafrika und dafür kann ich dann halt die Straße nutzen. So und so ähnlich läuft das. Andererseits natürlich, ich bin eigentlich seit Ewigkeiten Anarchist. Ja, also ich glaube nicht an den Staat. Ich glaube, wir kommen auch ohne Staat zurecht.
wenn wir den Markt entscheiden lassen, einen wirklichen Markt, ja, keinen, der irgendwie durch Zentralbank und diversen anderen Sachen manipuliert wird. Aber gut, das wird jetzt zu weit, das durchzudiskutieren. Aber ich sage es immer ganz klar, ja, Steuern sind Raub für mich und ich persönlich, sag mal, achte diese Werte Freiheit, Freiwilligkeit sehr hoch und deshalb rein aus ethischer Sicht lehne ich halt Steuern ab. Das ist jetzt starker Tobak für Menschen mit einer eher, wie soll ich das wertneutral sagen, mit einer eher nicht konservativ oder selbst für Konservative, also für deutsche Verhältnisse ist das starker Tobak. Wie gehen deine Bekannten? Das ist definitiv starker Tobak und ich kriege auch sehr viel Kritik dadurch. Das alles ist relativ interessant, also sag ich mal, Hater habe ich an sich relativ wenig. Entweder sie trauen sich nicht oder ich mache es nicht richtig. Aber viele Leute, und das ist ja auch das Schöne an diesem Job, ja, die Leute müssen mir ja nicht irgendwie zustimmen, dass Steuern Raub sind. Ja, die meisten Leute, die zu mir kommen, sagen, ja, ich möchte doch Steuern zahlen. Ich muss es dir meistens ausreden, dass sie Steuern zahlen wollen. Den meisten geht es eher so um die ganze nebensächlichen Sachen, ja, dass sie irgendwie immer jedes Jahr die Steuerprüfung vom Finanzamt reingedrückt bekommen und ähnliches. Viele wollen zum Beispiel keine Buchhaltung mehr machen. Dann sage ich ihnen, ja, ist es möglich, keine Buchhaltung mehr zu machen, aber dann darfst du auch keine Steuern mehr zahlen, sonst geht das nicht. Also die sagen, sie zahlen gerne dem Finanzamt, aber sie wollen nicht noch ihre Lebenszeit dafür hergeben, um das bezahlen zu dürfen. Genau, also genau. Sozusagen. Ich meine, da gibt es jetzt auch zum Beispiel andere Möglichkeiten in Europa, ne? Vielleicht um das noch kurz hier aufzulockern. Viele europäische Staaten haben ja zum Beispiel auch sehr viele Anreize für andere EU-Bürger geschaffen. Italien und Griechenland zum Beispiel kannst du mittlerweile 100.000 Euro zahlen pro Jahr, dann wirst du aber in Ruhe gelassen. Da gibt es jetzt Pauschalsteuern. Ich habe relativ viele Unternehmer, die wandern nach Südtirol aus. Sind sie noch im deutschsprachigen Gefilden, im schönen Italien, in den Alpen, zahlen jährlich 100.000 ans italienische Finanzamt, aber das war's, alles andere ist steuerfrei. Tatsächlich, ja, das geht so und die haben dann überhaupt keine Buchhaltung mehr und gut, man muss ja erstmal so viel verdienen, dass man aber ich meine, es ist jetzt gar nicht so viel, klar, also das fühlt sich für viele viel an, aber 100.000, das zahlst du in Deutschland schon, wenn du irgendwie 200.000 verdienst, ja. Und die Italiener lassen dann diese Unternehmer völlig in Ruhe, ja? Mehr ist da nicht. Genau, also es geht dann auf Auslandseinkommen. In Italien darfst du dann nicht aktiv sein, sondern halt, also wenn du zum Beispiel eine deutsche Firma hast, kannst du daraus dann alles steuerfrei ziehen. Ne? Also es ist eine ganze Wissenschaft. Du hast praktisch mehrere Berufe. Du bist nicht nur Auswanderungsberater, sondern du bist auch noch Steuervermeidungsexperte. Das so nennst du dich ja, glaube ich, auch. Ja, genau. Also ich meine, letztlich geht es um die sogenannte Flaggentheorie. Ja, Flaggentheorie heißt ganz einfach, quasi jeder Aspekt unseres Lebens ist irgendwie international darstellbar. Und wir können ihn auch international optimieren. Ja, also es geht zum Beispiel nicht nur um den Wohnsitz oder unsere Staatsbürgerschaft, sondern auch, wo ist meine Firma gemeldet, wo sind meine Bankkonten, was sind meine Investments und wo sind meine Investments, aber auch banalere Dinge, ja, bis hin zu, wo bringe ich meine Kinder zur Welt, wo ist mein Auto angemeldet, wo ist mein Mobilfunktarif und quasi das alles, wo sind meine Versicherungen, ja, das alles ist das, womit ich mich auskenne, in jedem Land der Welt. Ja, so der typische Steuerberater kennt sich in einem Land aus oder in zwei, aber ich kenne mich halt in allen Ländern der Welt aus. Jetzt nicht zu 100%, definitiv nicht, aber ich habe halt zumindest dann in allen attraktiven Ländern meine Makler, Berater, Anwälte sitzen, die dann das halt auch umsetzen können. Aber du hast noch eine deutsche Krankenversicherung oder eine internationale Krankenversicherung. Ja, das ist auch ein Argument, was gerne kommt. Ja, der Christoph wird ja bald irgendwann mal krank sein, dann kommt er nach Deutschland zurück, weil er keine Versicherung hat. Dann sage ich immer, ja, guck mal, in Deutschland gesetzliche Krankenversicherung, Höchstbetrag, sage ich irgendwie 850 Euro. Jetzt für meine internationale Krankenversicherung, die genauso gut oder sogar besser ist, zahle ich 85 Euro im Monat. Sorry. Und dann ein Rentensystem und so weiter muss man ja gar nicht drüber sprechen, über das deutsche Schneeball-Rentensystem. Ja, da ist man natürlich, wenn man steuerfrei lebt, sage ich mal, jetzt mit 30 könnte ich theoretisch schon in Rente gehen durch meine Investments. Aber ich bin jetzt noch zu jung, ja. Ich werde noch ein paar Jahre weiter dran arbeiten, Deutschen zu mehr Freiheit zu verhelfen. Und das Argument, wenn das alle so machen würde, da könnte man aber auch dann das Gegenargument bringen, dann wäre Konkurrenz da und dann müsste der Staat konkurrenzfähiger sein und sich vielleicht ein bisschen anpassen, wenn es alle so machen würden. Ja, ich meine, wenn alle das so machen würden, ist mein Ziel erreicht. Ja, also ich arbeite ja daran, mich selbst arbeitslos zu machen, weil wir dann natürlich schon, sagen wir, die Gesellschaft würde nicht mehr funktionieren, das stimmt. Ja, mal, da müsste man sich halt neue Lösungen suchen zum menschlichen Zusammenleben, die halt ohne diesen starken, sag ich mal, Zwangs- und Gewaltstaat auskommen. Ja. Ah, du wirst kein Freund mehr des deutschen Sozialsystems, sehe ich schon. Unwahrscheinlich, ja.
Welche Länder gefallen dir da? Also der osteuropäische Weg gefällt dir da besser. Die Osteuropäer haben ja sehr viel geringere Steuern im Regelfall und dafür weniger Sozialleistungen. Ja, die sind einfach kommunistisch natürlich gebrandmarkt sozusagen. Die meisten Leute erinnern sich noch daran, wie es damals in der DDR oder sonst was war. Es gibt in Deutschland ja genauso. Und ich glaube, viele osteuropäische Länder sind auf einem ganz guten Weg. Ja, gerade in den letzten Jahren. Rumänien ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes Land, wo wir viel machen. Ja. Rumänien hat zum Beispiel dieses Steuermodell, du zahlst nur 1% bis 1 Million Euro Umsatz. Also extremst interessant. Ich habe extrem viele deutsche Kunden, die sich einfach ein kleines Büro in Rumänien eröffnen, dort einen rumänischen Mitarbeiter reinsetzen. Und dann können sie auch aus Deutschland, sie können in Deutschland leben bleiben, aber sie zahlen trotzdem nur 1% Steuer in Rumänien. Auch super für viele Leute. Ja. Ja, also es gibt fast unbegrenzte Möglichkeiten, aber dann würden wir stundenlang reden. Zum Schluss möchte ich dich aber noch fragen, nach dem, was du vorher, als wir die Verbindung aufbauten, noch kurz erzählt hast, dass du in Südafrika bist und dass da die Corona-Maßnahmen noch strenger sind aktuell als in Deutschland. Ja. Ja, die sind relativ streng hier. Also ich war vorher in Namibia, war auf Rundreise mit meiner Freundin 3 Wochen. Ja, in Namibia war es so, Ausgangssperre ab 9 Uhr, alle Restaurants zu, alles komplett zu. Und man konnte trotzdem als Tourist relativ gut reisen. Ja, es gab auch Reisebeschränkungen, wenn man die Stadt verließ, Kontrolle. Nur als Tourist konntest du quasi durch, weil Namibia ist halt extrem auf Tourismus angewiesen. Und das hatten wir trotzdem eine ganz gute Zeit früher. Hier in Südafrika ist es andersrum. In Namibia gab es noch Alkohol. Hier ist komplettes Alkoholverbot. Wir sitzen hier in den Weinbergen von Südafrika und kommen nicht an Rotwein dran. Ja, gut, offiziell. Ja, inoffiziell kriegst du hier auch in den Restaurants, trotz totalem Alkoholverbot, bringen sie dir trotzdem Rotwein. Also dann bringen sie dir halt im Teeglas statt im Weinglas. Ja. Das ist wieder wie im Balkan oder wie in Russland. Aber also auch wieder sehr strenge Maßnahmen, aber sie werden nicht so streng durchgesetzt wie in Deutschland. Richtig, genau. Und klar, man muss dann gewisse Zugeständnisse machen. In unserem Fall früher Abendessen als sonst. Aber andernfalls kann man es hier ganz gut aushalten. Aber es ist jetzt auch nur kurz, weil wir in der Gegend waren. Ich fliege jetzt persönlich in 2 Tagen nach Mallorca. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Lage etwas anders. Ja. Dann wird es danach aber schwierig, wenn du nach Deutschland zurück willst, weil das ist Hochinzidenzgebiet und dann müsstest du 5 Tage mindestens oder 10 Tage in Quarantäne, aber du wirst es nicht vorhaben, danach nach Deutschland zu fliegen. Ja, ich fliege jetzt ja von Südafrika erst nach Deutschland, da muss ich 2 Wochen in Quarantäne. Aber weil ich dann ja sofort weiterfliege, muss ich dann nicht mehr in Quarantäne. Also ich bin jetzt, seit Corona ausgebrochen ist, in 30 Ländern gewesen und war bisher noch kein einziges Mal in Quarantäne. Also wenn man die Gesetze ganz genau liest, auch in Deutschland, gibt es doch relativ viele Ausnahmen, die man dann immer für sich nutzen kann. Ja. Also Quarantäne ist was für die Uninformierten, würdest du sagen. Ganz Definitiv, ja. provokativ. Ja, Sie sehen schon, liebe Zuschauer, Christoph Heuermann ist ein wandelndes Lexikon, was die internationalen Regeln angeht. Und ich empfehle sehr seine Webseite staatenlos.ch. Da sieht man auch die einzelnen Länder. Da gibt es sehr viel Informationen für alle, die sich mit dem Gedanken des Auswanderns plagen. Und im Zweifelsfall auch einfach mal eine Mail an Christoph schreiben. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Viele Grüße nach Südafrika und einen guten Flug nach Mallorca. Bleib quarantänefrei. Alles Gute, danke, ciao. Gerne, danke. Reitschuster.de